So, hallo, wir machen weiter bei The Talos Principle. Das letzte Mal haben wir viele Dinge getan, aber leider sehr lange dafür gebraucht. Unter anderem haben wir dieses Jahr abgeschlossen, das lange. Wir haben diesen Stern geholt, dafür haben wir fast die ganze Stunde gebraucht, das war auch der längste Part. Und wir haben ein super cooles Easter Egg gefunden. Es tut mir leid, Stormmaker. Und der nächste Part wird hoffentlich nicht so lange. Nein, wir müssen uns erstmal wieder in der 6 umgucken, da waren wir noch nie drin. Da gibt es auch nur drei Rätselchen, die auch ganz wenig brauchen. Okay, cool. Und einen NPC haben wir natürlich auch wieder am Anfang wahrscheinlich. Ziemlich sicher, ja. Spürst du nicht Freude daran, die rechtmäßige Anordnung der Dinge gefunden zu haben, wenn du eine meiner Prüfungen überwindest? Dies ist der Funke Elohims, welcher dir innewohnt, die Macht, Ordnung aus dem Chaos zu schaffen. Und darin offenbart sich die wahre Bedeutung unserer Siegel. Mhm. Und hier gibt's auch keinen Stern, was sehr gut ist. So. Dann rufen wir mal ab. Osiris 11. Aber warum, sagte der Sterbende, setzten die Götter all diese Herausforderungen vor uns? Warum gibt es die Wände aus Eisen und die Tore des Lichts? Warum bewachen abscheuliche Dämonen den Weg? Warum müssen unsere Herzen an so leicht sein wie die Feder der Maat? Warum ist der Weg nach Arus so schwierig? Der Schriftgelehrte dachte über diese Worte nach. Einige sagen, dass die Wege nach Aru einst offen waren, aber zu viele Sünder kamen, um die Götter machten, und die Götter machten die Wege gefährlich, um die Sünde in Schach zu halten. Andere sagen, dass wir als Sterbliche Aru nur würdig sein können, wenn wir die Wege des Osiris begehen und so uns so selbst zu Osiris werden. Da steht aber uns. Aber ich glaube, dass Aru nie auf eine andere Weise erreicht werden konnte. Denn so wie der Bergpfad steil sein muss, so muss der Pfad nach Aru voller Gefahren sein. So wie Steilheit und Berge eins sind, so sind auch Gefahr und Paradies. Sie sind untrennbar, sie erschaffen sich gegenseitig. Eins, eine, drei, Begriff existieren in Bußpsalmen. Hier scheint der Schriftgelehrte von Osiris zu sprechen. In diesem Fall die Seelen der Gläubigen, nicht der Gott selbst. Blablabla. Yes. Fortschrittsrep 11. Fortschrittsbericht 16. Das ist äußerst besorgniserregend. Wenn die Verbindung nicht funktioniert, wird das ganze Projekt scheitern. Das Hardware-Team muss alles so schnell wie möglich überprüfen. Jungs, keine Panik. Schaut euch den Code nochmal an. Um genau zu sein, schaut euch Zeile 217 in Datentransfer.c nochmal an. Was sind das für zwei Symbole kurz vor dem Code? Ja genau, der Code, der die Übertragung initiiert, ist nicht ausgelesen worden. Ich vermute, dass ihr gestern was getestet habt und danach vergessen habt, die Auskommentierung rückgängig zu machen. Die Hardware ist nicht kaputt, sondern eure Gehirne. Alles Liebe, Aurora. Datentransfer.c. Ich glaube, den hatten wir auch noch gar nicht. Entscheidungen des Lebens. Die gesamte Versammlung stand für eine kurze Zeit still und gefasst. Lasst uns, sagte Rasselas, von dieser Szene der Sterblichkeit zurückkehren. Wie bedrückend würden diese Häuser der Toten jenem erscheinen, der nicht weiß, dass er nie sterben wird, dass das, was nun handelt, seine Wirkung nie einstellen wird und dass das, was jetzt denkt, für immer denken wird. Huld dir, Osiris, Herr der Ewigkeit, König der Götter, dessen Namen mannigfaltig sind, dessen Gestalten heilig sind. Du von versteckter Gestalt in den Tempeln, deren Ka heilig ist. Alle Götter loben dich, denn du bist der, jene, die hier vor uns ausgesteckt sind. Sie Weisen und die Mächtigen des Altertums warnen uns. Uns an sie Kürze unseres aktuellen Zustands zu erinnern. Wahrscheinlich ist uns an die Kürze unseres aktuellen Zustands. Wow, wer hat das geschrieben? Denn auch sie wurden vielleicht emporgerufen, während sie, wie wir, mit den Entscheidungen des Lebens beschäftigt waren. Gut. Ich bin ein Computerprogramm, finde dich damit ab. Ich suche nach Worten, um es zu beschreiben, aber ich schaffe es nicht. Dieses überwältigende Gefühl, dass etwas am Rande meiner Wahrnehmung sehr, sehr falsch läuft. Ich fühle mich, als ob ich nicht in diese Welt gehöre, aber ich bin nicht in der Lage, Alternativen zu finden. So, an sich brauchen wir hier dann eigentlich gar nicht viel suchen, weil es eh keinen Stern gibt. Ja, das ist ja auch alles relativ klein gehalten. Hier ist das erste. Was ist der QR-Leser? Okay.
Errungenschaft gerade bekommen. Was ist erbärmlicher, dieses seichte Gebilde einer Welt, dieser Idiotenspielplatz, oder dass ich aus Langeweile noch immer versuche, ihre Mechanismen zu verstehen? Es steckt mehr dahinter. Schau dir an, was wir tun. Wir lösen Probleme, werden geprüft, verbessern uns. Manche von uns sterben früh und werden ersetzt. Aber du und ich, wir sind immer noch hier. Wir sind dem Ziel nahe. Manchmal musst du den Mut finden, Hindernisse zu beseitigen. Mit einer Axt. Ja, HF, du bist hier genau richtig. Aggressor, ich bin dir weit voraus. Und Stormaker, ich bin nicht der Erste, der versucht, diese Brücke zu bewältigen. Wenn du das liest, dann war ich auch nicht der Letzte. Okay, das sind irgendwie neue Sprüche. Wo ist jetzt der Eimer? Ich will auch einen Spruch hinterlassen, aber ich sehe den Eimer noch nicht. Boah, den Eimer können wir nachher suchen. Keine Ahnung. Egal. Gehen wir hier rein. Kreuz- und Querrätsel. Es gibt nur Konnektoren, sonst nichts. Da ist einer. Da ist einer. Das geht nicht. Das geht. Da ist einer. Und dann ist hier der, den wir hinter dem Gitter gesehen haben, richtig? Richtig. So. Was ist jetzt an dem Rätsel so schwer? Ich habe hier vier Konnektoren. Ich brauche die ganzen Tore hier nicht. Alles, was ich brauche, ist, dass das hier offen ist. Und ansonsten brauche ich halt jetzt das Blaue. Das muss dann hier halt außen rum gehen. Ja, Mensch. Mit drei Konnektoren wird das ja wohl möglich sein. Ich da? Ah, den erreicht er nicht. Gut, dann probieren wir das mal so. Ja, können wir das vielleicht erstmal ausmachen? Danke. Oh, warte, den kriege ich sogar von hier. Oder auch nicht. Ich hätte gedacht, den kriege ich, aber offensichtlich kriege ich ihn nicht. Okay, müssen wir uns erst mit so stellen vielleicht, dass wir ihn hier bekommen. Ah, es ist genau andersrum. Es ist genau andersrum, wie ich es mir gedacht habe. So. Zack. Oder? Klappt das? Das müsste schon funktionieren, oder? Nein, ich will... Ach, Mann. So, so ist die Verbindung da. Okay, die kriege ich die hier irgendwie mit dem ersten her? Erst hier kriege ich die her. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Hier kriege ich sie her, okay. Kriege ich sie hier her? Das ist gar nicht so einfach, obwohl ich dachte, mit 4 müsste das so super machbar sein. Ah, doch. Läuft. Läuft. So, jetzt kann ich die Verbindung hier herstellen. Easy. Das
Sag ich doch. Tschüss. So, next. Nur Türen und Fenster. Und auch hier wieder nur Konnektoren. Wobei Gemmern natürlich immer auftauchen können. Kommt mir gerade so. Okay. Ist das hier bewusst? Wahrscheinlich. Okay, kriege ich den bis dahin? Also muss ich mit dem irgendwas öffnen können. Ah ja, doch, das kriege ich auch auf. Gut, dann kann ich hier mit der Leiter raus. Das ist ganz toll. Kriege ich aber auch meinen neuen Konnektor. Kann damit hier ran und wir machen uns wieder Stück für Stück die Konnektoren her. Also wir befreien sie Stück für Stück, wollte ich damit sagen. So, der muss jetzt schon nicht mehr aktiv sein. Aber wir bräuchten jetzt hier einen. Ah. Kann ich das hier? Ja, das passt doch. Ups. Das habe ich toll gemacht. Gehe ich erstmal kurz dadurch. Da ist vielleicht noch einer. Ja, da ist sogar noch einer. Nehmen wir den auch noch gleich mit. Hier geht es irgendwie hinten rum. Okay. Jetzt auch irgendwie hinten rum, das ist aber alles unnötig, glaube ich. Bin mir noch nicht sicher. Und da will ich letztendlich das hin. Okay. Gut. Gut. Wer blockiert denn das jetzt gerade? Ja, hier, ne? Ja. Hör doch mal auf. So. Das hier muss jetzt nicht mehr offen sein, das wissen wir ja. Aber die Verbindung hier wird wohl die einzig mögliche. Wir könnten es noch ein bisschen enger machen. Da geht's gerade noch. Okay. Ansonsten, hier war ja kein Fenster, nichts, wo ich durchgehen könnte. Und das durch das Gitter geht's auch nicht. Okay. So. Okay, dann muss ich den hier nehmen. Den müsste ich jetzt gerade so erwischen. Ah, den krieg ich nicht. Nee, den krieg ich so nicht. Wenn er da in die Ecke könnte, aber das kann er halt leider nicht. Na gut, dann. Ach, das, der kommt von hier sogar. Hör doch mal auf, das anzuvisieren. Nein, stopp. So. Nur das. Danke. Visierst nur das an. Oh. Hätte ich jetzt doch in die Ecke bekommen? Nee. Ich glaube, ich habe ihn ungünstig hingestellt. Ah. So. Du machst jetzt das auf. Und jetzt müssen wir irgendwie da durchkommen, bis dahin. Du kannst es ja schon mal anvisieren. Ich weiß noch nicht, wo du hin willst, genau. Stell dich mal hier hin. Und jetzt bräuchte ich irgendeine Möglichkeit. Wie viel habe ich denn jetzt noch übrig? Einen.
So wird das nix. Hat's mit dem Fenster hier irgendwas auf sich oder ist das einfach nur zur Verwirrung da? Müsste ich aber hier eine andere kommen. Oh, wartet mal. So, den kriege ich. Jetzt müsste ich halt den anderen irgendwie noch bekommen können. Wenn ich den jetzt schaffe anzuvisieren, hätte ich gewonnen. Aber dafür mit. Easy. Easy. Okay, schön. Haben wir das auch? Der andere hatte gar keine Anzeige, also wird er wahrscheinlich Dingens haben. Jammer und Gefahren. Der ägyptische Säulengang. Ja, Gefahren sehe ich schon. Oder er hat einfach überhaupt nichts und nur das hier. Nein, das ist auf jeden Fall schon mein Jammer. Das war ja klar. Sonst ist hier auch nichts. Da ist auch ein Jammer. Schlüssel brauchen wir auch. Der kommt da hinten raus. Wenn ich hier im Laden am Rand bin, dann killst du mich, ne? Yes. Gut, dass wir das geklärt haben. Dann muss ich sie einmal rauslassen. Ich glaube, ich brauche auch erst einen anderen Jammer. Komme ich da am Rand vorbei? Nope. Dann muss ich die ein bisschen desynchronisieren und Spaß haben. Die sind schon desynchronisiert. Eigentlich muss ich gar keinen Eigentlich. Ah, nee, aber ich komme ja nicht dran vorbei. Ach so. Ja, so geht das natürlich auch. Tok, zurück. Und das war's. Schon haben wir beide Gemme im Besitz. Sollte ich weggehen. So. Ah! Stopp. Jetzt brauche ich aber den anderen. Ah, okay. Ach so, ich habe eine Idee. Da kam jetzt wahrscheinlich gerade die andere Kugel hinterher. Yep.
Bleibt das eigentlich auch anvisiert, wenn ich das so mache? Oh, hi. Ach so. Ach so. Das wollte ich nicht. Das war jetzt genau das, was ich nicht wollte. Aber was anderes wollte ich ausprobieren. Ha, ich bin auch blöd. So. Ich gehe da hin und her, okay. Jetzt kann ich doch theoretisch sie hier stoppen. Und dann einmal erstmal hier reinkommen. Wie das hier hinten aussieht. Das ist aber auch komplett eng. Passiert eigentlich? Ne, ich probiere das lieber nicht aus. Das kann ich ja nicht stören, ne? Also was ich ja wollte, war eigentlich... Aber dafür müsste die nochmal weg. Ah, warte, das kann ich so machen. So, die müsste doch jetzt blockiert werden. Gut. So, jetzt kriege ich sie aber nicht. Hier weg. Sie müsste ich jetzt noch genauso gut blockieren. Das kann ich nicht. Ich kann nicht gleichzeitig da und da. Ach so, ich habe eine Idee. Da muss ich richtig gut aufpassen. Ich kann das Ding natürlich auch wieder von innen stören. Ich krieg den Jammer da nie wieder weg, kommt mir gerade. Ah, zu langsam. Aber so geht's. Okay. Das war blöd. Ja, das ist genau der richtige.
mach dich wieder weg. Ciao. Na komm raus. Erstmal so weit. Jetzt muss ich nur... Oh Gott. Lass mal die nochmal reinfahren. Scheiße. Raus. Und weg. Oh, geschafft. Holy shit. So. Tschüss. Die ganze Welt ist eine Wüste. Einwüste. Sogar die Teile, die lebendig aussehen, sind nichts als Sand. Alles ist tot oder dabei zu sterben. Jeder, der etwas anderes sagt, lügt. Lü! Noch nicht geschafft. Ups. Ist das jetzt dringend, das Ding? Ist das blockiert gerade? Jetzt stehen beide hier drinnen, ne? Ach. Müll. Also muss ich die jetzt auch wieder nach außen bringen. Na gut. Ciao. Ei. Noch einer an. Okay. Aber ich glaube, an dem kann ich dann so vorbeilaufen, richtig? Richtig. Oh. Holy shit, Mann. Wo gibt's jetzt den Raum hier, das Deko? Puh! Das war ein bisschen Nervenkitzel. Aber es hat funktioniert. So. Damit haben wir in einem Part die ganze 6 geschafft. Sehr schön. Damit hauen wir wieder ab. Oh. Und beim nächsten Mal gibt es wieder ein lustiges Kontaktgespräch. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.